Hallo von der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film If. In diesem Film geht es um Bea. Bea, ähm, ja, kommt zu ihren alten nach Hause, zu ihren alten Zuhause und ähm, ja, sie lernt dort einen verrückten Nachbarn kennen, nämlich Carl. Denn äh, der wird gespielt von Ryan Reynolds, den kennen wir natürlich als Deadpool. K. Fleming, die spielt die Bär. Die wird, und die kennt man zum Beispiel aus Star Wars auf die Skywalkers. Bär bzw. B wird sie ausgesprochen. Sie läuft ein bisschen durch die Gegend und sieht diesen komischen Nachbarn und alles und so. Und ja, denkt sich zu, noch nicht so viel dabei. Aber dann, auf einmal durch das Treppenhaus, sieht sie eine Gestalt, die sie, ja, gar nicht so ähm, einordnen kann und die auch irgendwie gar nicht real zu sein scheint. Und ja, diese, sie läuft dieser Figur hinterher und so und ähm, ja, lernt dann auch den Nachbarn halt kennen und ja, wie sich herausstellt, ist der Nachbar halt jemand, der sich um ifs kümmert. Ifs sind imaginäre Freunde, also das, was man so bei Kindern so kennt, die dann halt ein imaginären freund haben mit denen sie sich unterhalten und so weiter und so fort und die haben dort in diesem film halt verschiedene gestalten ja haben auch verschiedene eigenschaften und so sind aber eigentlich alles freundliche zeitgenossen aber die haben ein problem denn wenn die kinder älter werden dann brauchen sie die es nicht mehr und mittlerweile ist das teilweise so, dass viele Ifs halt gar nicht wissen, was sie machen sollen, weil sie halt, ähm, ja, entweder sind ihre Kinder zu alt oder sie finden einfach keine neuen. Denn, ja, man muss ja auch ein bisschen miteinander connecten halt. Ja, und somit versuchen B und ähm, der Nachbar Karl, so eine Art, ja, so eine Art Verkupplung aufzumachen. So eine Art Verkupplungs-, ähm, ja, so eine Art Dating-Agentur für Ifs und Normale Menschen. Also, es ist wirklich eine sehr interessante Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe wirklich super mich amüsiert. Der Film ist super unterhaltsam. Und auch, ähm, ja, John Krasinski, der hat nicht nur, wie ihr gelesen habt, der, die Regie und das also Drehbuch zugesteuert, sondern der hat auch noch selber mitgespielt. Denn der spielt ja den Vater vom Bär. John Krasinski, den kennt man ja zum Beispiel aus The Quiet Place und so. Da braucht man natürlich nicht viel zu sagen. Also, das ist schon ziemlich lustig gemacht. Und ich finde auch, ähm, auch diese, diese, die ganzen Figuren, die man da reingepackt hat. Also, das ist schon sehr einfallsreich gewesen. Das ist schon sehr kreativ, der Film. Also, muss, also muss ich wirklich sagen, ich habe wirklich, ähm, auch wirklich gedacht, wirklich, wie kreativ ihr seid in diesem Film. Diese ganzen verschiedenen Ifs da reinzupacken. Ganzen anderen Charaktere, wie die ganzen Menschen da noch mit reinpassen, die ganzen Kinder da mit reinkommen und so. Echt super gemacht. Und vor allen Dingen, ähm, wenn ich jetzt hier mal so auf die Synchronisation gucke, da muss ich mal bei den animierten Figuren gucken. Da gibt es zum Beispiel einen, der heißt Blue, der aber gar nicht blau ist. Der wird von im Original von Stephen Carroll gesprochen und im Deutschen von Rick Cavanian. Oder ähm, Blossom, die wird gesprochen zum Beispiel von Phoebe Weller Bridge und ähm, in Deutschen von Christine Paul. Oder zum Beispiel Annie das Einhorn wird von Emily Blunt gesprochen. Die hat man ja letztens ja noch bei The Fall Guy gesehen. Und ähm, die wird ja im Deutschen gesprochen von Nina Larissa Strahl. Und ja, wenn man da zum Beispiel noch weiter runter guckt. Ähm der Marshmallow wird auch von John Krasinski zum Beispiel im Originalen gesprochen. Da gibt es einen Astronaut, der wird von George Clooney gesprochen. Oder da gibt es halt so einen Marshmallow, der wird von Matt Damon gesprochen. Also die haben da wirklich echt krasse Leute daran geholt. Also das muss man sagen. Also im Amerikanischen wird sich das mit Sicherheit auch sehr geil angehört haben. Der Film ist ähm, hier ab null Jahre, also das heißt, man kann da auch mit seinen kleinsten Kiddies da bedenkenlos reingehen. Und 104 Minuten ist auch für einen Film für Kinder auch einfach nicht zu lang. Die Animationen sind wirklich sehr gut gelungen. Auch der Sound hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Film wirkt auch wirklich ähm, unterhaltsam, überhaupt nicht zu lang, nicht zu kurz. Also es gibt da keine ähm, Story-Abfälle, wo man jetzt sagen muss, ja, da hätte man jetzt fünf Minuten kürzen können, dann wäre es ein bisschen besser geworden oder so. Auch Ryan Reynolds, der passt in diese Rolle ja wirklich geil rein. Da kann er auch so, ein, den sehen wir ja demnächst in diesem Badpool und Wolverine-Film. Der ist den nochmal in so einer anderen Rolle zu sehen. Boah, richtig cool. Da hat man wirklich in diesem Film einfach sehr viel richtig gemacht. Ich war mit diesem Film wirklich sehr zufrieden. Und es ist schon ziemlich krass, dass äh, so also jemand wie John Krasinski, Drehbuch, in der Produktion ist er mit tätig. Also da ziehe ich echt meinen Hut vor, ey. Der ist ja wirklich in allem da involviert gewesen. Und somit wirkt der Film vielleicht auch so ein bisschen wie aus einem Guss. Weil manchmal ist das vielleicht gar nicht so vorteilhaft, wenn einer die Regie führt, der einer das Drehbuch macht der andere in der Produktion, der andere dies macht, der andere das macht. Vielleicht, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn wirklich eine Person ein ganzes Projekt unter sich hat und dann wirklich die ganzen Sachen so für sich übernimmt. Das ist vielleicht echt gar nicht so schlecht. So wirkt das echt einfach so runder, harmonischer. Und manchmal hat man das Gefühl, wenn einer das Drehbuch schreibt und der und der Drehbuchschreiber und der Regisseur haben dann, sage ich jetzt mal, eine Ganz andere Auffassung oder beziehungsweise ganz andere Bilder vor Augen, wie der Film dann hinterher aussehen könnte, sollte. Da finde ich das jetzt hier eigentlich gar nicht mal so schlecht, beziehungsweise ich finde das eigentlich sogar richtig gut, wie das hier dann erarbeitet wurde. Ja, welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen: Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also Randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Da sind wir wieder. If, imaginäre Freunde, ein wirklich sehr unterhaltsamer Familienfilm über die imaginären Freunde, die die Kinder halt meistens so haben und die man halt im erwachsenen Leben halt vergisst, beziehungsweise, ja, man hat sie dann halt einfach irgendwie dann gar nicht mehr für sich präsent. Ein Film mit sehr viel Spaß, ein Film mit extrem lustigen Charakteren. Ähm, Ryan Reynolds spielt wirklich wunderbar diesen verrückten Nachbarn. Das hat wirklich sehr geil gepasst. Das ist wirklich ein sehr rundes Paket und wirklich sehr unterhaltsam für die ganze Familie. Und somit gebe ich den Film zwischen vier und fünf Totenköpfen, weil der Film einfach... Der Film ist einfach genau das, was man von so einem Film erwartet. Und der Film ist auch wirklich genau das, was er sein möchte. Und wie gesagt, also John Krasinski mit Regie, Drehbuch, dies, das, das ist vielleicht wirklich genau das Richtige. Und er ist auch, glaube ich, genau die richtige Person, die da auch wirklich alles unter ein Dach bringen kann. Ja, das war meine Filmbewertung zu If Imaginäre Freunde. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten abonnieren und liken nicht vergessen. Dann würde ich mal sagen, bis demnächst.